Also das nächste Mal, Shiro, wenn du Hunger hast, besorgen wir eine Menge Zombiefleisch für dich, wenn du so großen Hunger darauf hast. Das Hundefutter fällt aus, zukünftig. Na, einer kommt noch. Auf sie! Shiro hat gewaltigen Hunger auf Zombiefleisch. 4 Angriffe auf einmal. Eieiei, da kann gar nicht genug kriegen. Okay, also das bringt nichts, hier irgendwie rauszukommen. Die kommen hier unendlich. Dann weiß ich das auf jeden Fall auch schon mal. Los, Shiro! Schnapp sie dir! Nun gut. So, ich würde gerne mal hier hochgehen. Na, ja gut, da steht ein Zombie. Egal. Ach, der sieht mich nicht. Doch, jetzt. Wollte gerade sagen. Habe eigentlich gedacht, der greift mich schon vorher an. Aber die Zombies sind scheinbar doch ein bisschen blind. Durch die Sonne wahrscheinlich. Nicht verwunderlich. Blendet so ein bisschen im Auge. Naja, was soll's. Ihr seid jetzt auch Geschichte. Ist das hier vielleicht der beste Platz? Na, hier hat er sich nicht eingenistet. Darf ich denn hier schlafen? No. Na gut. Ich meine, Necklord hätte wahrscheinlich eh nichts gemerkt. Dass wir uns hier einfach mal ausruhen. Komme ich an dir vorbei? Nee. Der lässt mich nicht. Oder die lassen mich nicht. Naja, wie ihr wollt. Shiro freut sich auf Zombiefleisch, deswegen komm nur her. Wir können momentan nie genug davon haben. Shiros Hunger ist unstillbar. Definitiv. Ist er hier drin? Ich glaube, er ist hier drin. Ich kann es irgendwie fühlen. Die Kraft der Mondruhe. Oha. Gut. Klopf, klopf. Hallo, Necklord. Freust du dich, uns wiederzusehen? Noch weiter nach oben, okay. Gut, hier ist er nicht. Er ist doch nicht in... Nee, oder? Ein Vampir in einem kirchlichen Raum? Das passt gar nicht. Vielleicht ist er hinter dieser Tür. Das sagt mir mein Jagdinstinkt. Okay, los geht's. Fertig, Rio?
Ja, speichern kann ich eh nicht, also... Beziehungsweise, wartet, ich habe mich noch nicht sehr drauf vorbereitet. Ich verlasse mich auf dich, Rio. Nee, es ist auch nicht verkehrt. Ich sollte noch ein bisschen speisen. Bevor ich da reingehe. Gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir unser Glück, ne? Wobei ich eine Sache noch kurz ändern will. Luke kriegt mir zu viel Schaden. Okay, so passt es. Jetzt bist du dran, Necklord. Diesmal werden wir es wirklich schaffen, nicht wahr, Rio? Okay, los geht's. Okay, los geht's. Ach, da ist die Tochter. Ich möchte zurück. Ich möchte zurück zu meinem Vater. Du Idiot. Was ist das denn? Braut Nummer 70? Das kleine Mädchen fangen? Ich bin unsterblich. Darum werde ich sie an meiner Seite halten, bis sie erwachsen ist und sich zu einer Lady entwickelt hat. Sag nicht so etwas Abscheuliches. Und außerdem, warum hast du mich auch gefangen? Mich nicht auch gefangen? Werde ich auch eine Braut sein? Ach, du bist... Oh, okay, du bist weiblich. Das ist doch absurd. Eine vulgäre Frau wie du ist nicht mein Geschmack. Du. Ja, du bist... Was? Was zum Teufel ist denn so vulgär an mir? Das ist die Art von Dingen, die ich als vulgär bezeichne. Um Himmels Willen. Du hast Gesellschaft. Hey, ich komme rein. Ohne anzuklopfen. Victor, wie bist du hergekommen? Erzähl mir bitte nicht, dass du den Steingolem besiegt hast. Ach doch, das war ein leichtes. Halt den Mund. Red nicht so daher. Wenn ich nur daran denke, dich zu besiegen, bin ich schon so glücklich, dass ich Gänsehaut kriege. Du glaubst, dass du mich schlagen kannst? Mit dem stumpfen Schwert? Vampir! Die Strafe dafür, dass du mich gehänselt hast, ist schwer. Ich werde dafür sorgen, dass du es in der Tiefe deiner Seele bedauern wirst. Ja, ja, sag es ihm, Star Dragon Schwert. Victor und Rio, ich werde euch beide in die andere Welt bringen. Natürlich werde ich eure Leichen gut nutzen. Hey, ich werde dafür sorgen, dass du niemals wieder so grinsen kannst. Ich werde dich in Stücke hacken, dich zermalmen, dich in der Sonne trocknen, dich in Stücke brechen, dich im Boden vergraben, auf dich pissen, dann werde ich dich ausgraben, dich herausziehen, dich langstrecken, dich herumschleifen und dann, in jedem Fall werde ich dir nie vergeben, denn ich werde weiter auf dich pissen. Du bist vulgär, wie immer, aber vergiss nicht, dass ich zwei Geiseln habe. Dieser... Tja, ich glaube, diese Geiseln bringen dir gerade nichts mehr, Necklord. Das war eine hervorragende Vorstellung, Victor. Dank deiner Hilfe sind wir jetzt vorbereitet. Du bist Khan! Dies ist die heilige Barriere, die die Marley-Familie seit Generationen erforscht hat, um sie für diesen Tag bereit zu halten. Jetzt kannst du deine Phasenmagie nicht verwenden. Du! Du! Aber ich habe die Macht der Mondrune. Dieses Opfer war genug, darum kann ich die heilige Barriere wegblasen. Oh, mächtige Mondrune! Das Blut von 100 Männern! Die Seele von 100 Männern! Ich gebe sie dir! Mondrune, versiegle diese unglaubliche Kraft und lass sie eine Weile ruhen! Tja, Necklord, und nu? Nein!
Nein, das kann nicht sein! Es ist Sierra, die Ältere! Die Mistress von Coven! Ich werde dafür sorgen, dass du die Rune zurückgibst, die du mir vor 400 Jahren gestohlen hast. Damit der Fluch dieser Rune sich nicht weiter verbreitet. Ich werde es sagen. Ich werde es sagen. Hey, Necklord, es ist Zeit, die Rechnung zu begleichen. Ah, wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet? Du Abschaum! Ich werde jetzt noch nicht besiegt. Ich werde für immer leben. Tja, ich würde sagen, es ist dein Ende, Necklord. Die Musik geht ab. Sehr coole Bossmusik. Gut, dann spüre mein Glückspfeil. So, Shiro, du darfst dich ausbeißen. Du kannst ja von Zombiefleisch und so nicht genug kriegen, deswegen hau rein. Erstmal Magieabwehr. Und dann spüre den Torschuss. Na, wie schmeckt dir das? Ein paar Blitze? Brutzel! Ja, 1, 2, 3, 4, schöner Schaden. Und Shiro, ich hoffe, dir schmeckt das gute Fleisch vom guten Necklord, welches etliche Jahre heranreifte. Oh oh. Irrtum auf Nanami, das geht nicht. Okay, das hast du nicht umsonst getan. Oh, Luke ist tot. Das ändern wir mal. Komm zurück, Luke. Okay, ich kann auch höchstens versuchen, die Verteidigung wieder zu steigern. Erstmal Rio, jo. Wobei Shiro wäre vielleicht auch ein bisschen schlauer gewesen. Egal, mache ich gleich. Komm zurück, Luke! Ja, lecker Zombiefleisch für Shiro! Okay. Na, wen schnappst du dir diesmal? Schon wieder Nanami. Ja, ich weiß, Nanami ist weiblich und wahrscheinlich sehr lecker für dich. Gut, es stehen noch alle. Dann wird es Zeit für den Schrei. Gut, Shiro, jetzt bist du dran. Und der Racheblitz folgt.
So. Wieder alle aufgefrischt. Ja. Autsch. Seine Blitze sind auch nicht zu verachten, ne? Darf ich auch noch meine Blitze ausstrecken? Nein, darf ich nicht. Er hat einfach mal fast unsere gesamte Party ausgelöscht. Geil. Dann haben wir jetzt ein geringfügiges Problem. Das ist jetzt echt kacke. Warum hat er auch zweimal diesen scheiß Blitz angegriffen, ne? Das war schon ziemlich übel. Jetzt saugt er auch noch Nanami aus. Na toll. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Blitzangriff und dann war es das eh. Pah, ich hab's echt noch geschafft. Okay. Ist das euer Ernst? Ich habe mich so tot gesehen. Aber wir haben Necklord echt vernichtet. Und dann auch noch mit Victors Angriff vom Stardragon-Schwert. Passt genau. Zerkleinerung 4 erhalte ich. Ich habe manchmal mehr Glück als Verstand, wisst ihr. Du Abschaum. Und tschüss. Ich bin sicher, dass er nicht entkommen kann. Dies ist eine Technik, die mein Großvater entwickelt hat und mein Vater an mich weitergab. Sie wird standhalten. Sierra, vergib mir. Bitte vergib mir. Die Rune. Ich werde sie zurückgeben. Dann mach es rasch. Okay. Ja. So einfach geht das? Okay. Es ist vollbracht. Victor, meine Arbeit ist beendet. Mach mit ihm, was du willst. Huh. Wir können ihn in kleine Fleischhäppchen für Shiro verarbeiten. Juhu. Nein. Du kannst nicht. Nein. Nein. Meine Familie. Meine Freunde. Die Menschen, die wichtig für mich waren, wurden alle von dir getötet. Aber das ist noch nicht alles. Du hast die Leben von zahllosen Menschen zerstört. Es ist zu spät, um dein Leben zum Betteln. Hier, Stardragon-Schwert. Stirb, Vampir! Und tschüss.
Necklord ist Geschichte. Du Dreckskerl! Und als Belohnung werde ich jetzt auf dich pissen! Das bedeutet, endlich, es ist vorüber. Nun? Nun können wir zurückkehren. Necklord ist tot. Wir haben hier nichts mehr zu schaffen. Nicht wahr, Rio? Genau. Gehen wir zurück. Ja, jetzt können die wenigstens hier alle wieder zurückkehren. Da sind sie sogar schon. Wow, das hat sich aber schnell rumgesprochen. Dies wurde gebaut, um für die Sicherheit des Bergwerks zu beten. Wie diese Figuren jedoch aussehen, nehmen nicht viele am Gottesdienst teil. Ich muss echt sagen, die waren echt flott, dass sie wieder alle hier zurückgekehrt sind. Ja, dann ist jetzt wenigstens hier wieder alles friedlich. Necklord ist vernichtet. Wir können uns wieder anderen Dingen widmen. Ach, irgendwie habe ich es in diesem Monat geschafft, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Es liegt daran, weil wir Necklord jetzt vernichtet haben. Zum Beispiel Rabe. Oh, okay. Aber erstmal gibt es noch eine kleine Versammlung. Wiedervereinigung von Vater und Tochter natürlich. Vater! Lili, du bist unverletzt. Ich hatte solche Angst. Ah, Fräulein Lili. Es ist so gut zu wissen, dass du in Sicherheit bist. Ah, Loven. Du bist unverletzt. Schwester Loven! Ihr beiden Idioten! Was habt ihr denn gemacht? Ihr seid eine Schande für Mount Lamp Dragon! Es tut mir so leid. Lord Rio! Lord Rio! Du bist unverletzt! Lord Jess hat den Rest der Soldaten von Muse gesammelt und die Zombies ausgelöscht. So schnell? Rio, du hast Necklord besiegt und Tinto befreit. Warum? Warum hast du das wohl getan? Ich will nicht mehr fortlaufen. Ich verstehe. Hauser, wegen meiner falschen Einschätzung der Lage habe ich viele Soldaten verloren. Die letzte Bitte von Annabelle war, dass Muse und der Stadtstaat gerettet würden. Aber ich habe einsehen müssen, dass ich diese Verantwortung nicht tragen kann. Ich gebe meinen Sitz als Bürgermeister der Stadt Muse auf. Nach dem Gesetz von Muse ist der nächste Bürgermeister Fitcher. Och nein, nicht der. Ich hörte, dass Fitcher jetzt der Squirrel Armee angehört. Du kannst dich auch der Squirrel Armee anschließen. Lord Jess, was ist mit dir? Ich kann hier nicht bleiben. Lord Jess, ich sage dir dies als Freund, der an deiner Seite gekämpft hat. Du solltest in der Squirrel Armee auch wieder kämpfen. Lord Rio und du habt eigentlich die gleichen Ziele. Du solltest dich nicht aus so kleinlichen Gründen einfach fortstehlen. Genau, lass uns zusammen kämpfen. Lord Rio, ich möchte dich nur um eines bitten. Denk noch einmal zurück. Lady Annabelle hat dich sehr gemocht. Sie war so glücklich, dass der Sohn von Genkaku sich so tapfer entwickelte. Bist du sicher, dass du ihr Vertrauen in dich nicht betrügst? Ich betrüge niemanden. Ich habe an Annabelle geglaubt und bis heute für Muse und den Stadtstaat gekämpft. Meine Wut, Lady Annabelle verloren zu haben, hat sich vielleicht gegen dich errichtet. Jetzt, wo Annabelle fort ist, muss ich meinem Gewissen folgen. Lord Rio, es tut mir leid, wenn ich dir nicht den nötigen Respekt gezollt habe. Erlaubst du, dass ich mit dir kämpfe? Lord Jess...